wieder eine Selbstverteidigungstechnik gegen den Frontkick. Und zwar, auch wir greifen den hinteren Ball an, ja, okay? Ja, wir gehen hier an der Seite, ja, du bist eben sehr tief gekommen, okay, nochmal, diesen Weg, ja, und normalerweise Leute, die so treten, gerade auf der Straße, die sind nicht sehr gelenkig, okay. Ja, mit der anderen Hand, hier kurz schlagen, ne, und aber dranbleiben, so, ne, so, und jetzt reicht normalerweise, bei verschiedenen Leuten reicht es nicht, die sehr gelenkig sind, aber das merkt man ja auch sofort. Normalerweise reicht es, wenn wir hier hochgehen, dann wird der Mann schon zu Fall gebracht. Ja? Und wir könnten weiter agieren. Ja? Nochmal. Diesen Weg rausgehen, dass du aus der Angriffslinie rauskommst. Ja? Hier zum Schutz gleich, der Arm muss nach hier weggehen. Ne? Falls er doch so ein bisschen mitgeht, so wie du es eben so gemacht hast, ne? Dass wir trotzdem die Abwehr durchführen können. Gleichzeitig, ja, aber wie gesagt, dann, wenn er jetzt nicht fallen sollte, automatisch, dass er da rumspringt und ist gelenkig, ne, dann kannst du hier hinter sein Bein noch gehen und kannst gleichzeitig beim Fallen das Knie noch in deinen Unterleib, ne, mit reinnehmen. Ne? Okay, und noch einmal, diesen Weg im Winkel rausgehen, da, ja, und wenn ich die schön reinfallen lassen, dann ist da auch Ende. Okay. So, dann du mal. Ja, ich zeige es nochmal aus deiner Perspektive. Du müsstest jetzt, weil ich auch mit dem Mann, und jetzt gehen wir nach innen. Okay. Ja, normalerweise sage ich immer, den Mann in eine Position bringen, in eine schlechte Position, uns in die gute, dass wir dann hinter ihm stehen. Aber in dem Fall ist es so, weil wir ihn ja auch frontal angreifen, ja, mit der Innenhand hier zur Kehle. Ne? Gehst also rechts vor, wir stehen links vor, du gehst rechts im Winkel raus, bewegst hier das Bein schon mal aus der Angriffslinie und hältst es gleich auch fest, gleichzeitig hier zum Hals. So, und dann einfach nur noch hier hoch das Bein. Normalerweise, wie gesagt, untrainierte Leute fallen dann sofort nach hinten weg. Wenn nicht, dann gehst du hier eben mit dem Fuß hinter sein eines Bein, was noch am Boden steht, und drückst dann weiter, ja, dann geht der Hund und dann eben mit dem Knie, mit runtergehen, okay, mit reinfallen in den Unterleib des Gegners. Gut. Versuchen wir es? Ja. Nein, 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 guck mal, was du machst, den Knoten in der Hand. Du hast, du musst jetzt mit dem rechten Bein darüber gehen. Okay. Und mit dem vorderen Arm, aber die Hüfte nimmst du mit. Okay. Ja? Und mit der rechten Hand zum Kehlkopf. Ja. Wir haben Zeit, ganz langsam. Ne? Nein, 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 nein. So ist es, der Finger hierbei. Wenn du das wirklich so machst, dann würde ich dich erwischen. Okay. Weil du mein Bein nicht wegdrückst, sondern sogar noch rein. Okay, ja, ja, ja. Ja? Okay. Dieses Mal, das hat das, wir gehen diesmal nach innen, ja, und nehmen das Bein nach außen hoch. Ne? Okay. Ja, genau. So, ja, vorgehen, im Grunde das Vier ein bisschen hochdrücken. Genau. Ja. Ne? Stimmt, am ersten werde ich ja voll mit rein. Natürlich, ne? Ja, ja. Da gibst du mir die Möglichkeit, also noch. Ne? Ja. Ja, schon halten, sonst stehe ich weg. Ja. Ja, gleichzeitig mit dem Mann mit runtergehen. Okay. Ja? Zaghaft in deinem Ablauf, aber das ist klar. Ne? Hast du ja das erste Mal gemacht, dann noch ein Stück hier rüber. Oh, noch einmal. Ja. Und die Wunde am Hals mit dranbleiben. Okay. Ist sicher. Ne? Gut, einmal noch. Auch gucke ich hier auch nochmal von der Seite an, dass ich nochmal den Ablauf so, ne, hier rüber, ja, dann hier hoch, ne, ne, okay, und dann zum Schluss auch das Knie noch mit runternehmen, okay.
Kannst auch nacheinander machen. Erstmal vielleicht, wenn du dich ans Knie denkst, damit du nicht an so viele Sachen denken brauchst. Ne? Wichtig ist, was oben rum passiert. Ne? Das Allerwichtigste ist sowieso erstmal, dass wir nicht getroffen werden. Ne? Ja. Es sei denn, er wäre jetzt nicht automatisch gefallen, dann hältst du ihn hier noch. Ne? Aber das muss man nicht jedes Mal, wenn der in den meisten Fällen fällt er automatisch, weil diese Leute auf der Straße einfach nicht so gelenkig sind. Ja? Es sei denn, du hast da so einen kleinen Kämpfer, der so ein bisschen Dehnung gemacht hat, dann muss man eben da unten nachhelfen. Ne? Das merkt man aber. Okay.